Willkommen zurück und ein herzliches Hallo, Grüß Gott, Servus, guten Tag, Moin Moin an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, auch hier ist die Stadt ein bisschen von der Population kleiner geworden. Jetzt hau ich mal zu Bruno hin, nicht schon wieder hin, sondern ich wollte mich eigentlich nochmal bei ihm bedanken. Nein, ich wollte nochmal zu meinem Magier gehen und mich mit Sprüchen eindecken, bevor es, naja, zu Varant, nach Varant, in Varant geht. Ich werde noch nicht ganz, Moment mal, war die Tür nicht verschlossen gewesen? Nee, ach ja, okay. Ich brauche mal wieder ein bisschen Assoziationsszenen, damit ich weiß, wo bist du denn? Hier bist du. Damit ich weiß, was damals war. Okay, Telem. Ist ja wieder am Wunderwirken. Was können wir denn alles von dir kaufen? Hoffentlich gibt es noch ein paar. Zeig mir deine Ware. Gute Sprüche. Wie zum Beispiel, wie viel haben wir denn? 25.177. Vergessen ist. Ja, Angst. Hier, kleiner Feuersturm. Hast du denn nichts Besseres? Ach, ich bin wieder rübergeballert. Was haben wir denn hier? Feuerball. Eispfeil. Eisblock, Feuer, Blitzschlag. Blitzschlag. Das ist so gut. 250 Magieschaden. Blitzschlag. Wie teuer ist das? 125. Schlaf, Kindlein, Schlaf. Verwandlungssprüche. Hier, machen wir noch ein bisschen Unwetter hier. Haha, das gibt auch Großschaden. Am besten, Moment mal, wie viel? Ja, nehmen wir mal alles, was? Aha. Kann man gar nicht genug haben, finde ich. Ja, oder lassen wir noch mal 10 über. Ja, lassen wir noch mal 10 über. Kugelblitz. Das macht aber auch sehr viel Schaden. Kostet 75 nur. Okay, dann nehmen wir die auch mal sicherheitshalber mit. Ja, und was haben wir hier? Einfach nur Blitz, bla. So, Eisblock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sollte auch mal reichen. Ja, dann haben wir hier nur einen normalen Feuerball und das war's dann. Und hier einen kleinen Feuersturm. Aber davon habe ich genug. Oder nicht? Ach, haben wir auch noch mal ein paar. Machen wir auch noch mal ein paar rein. Ja, Tränke vielleicht auch mal. Nee, koch dir lieber was. Die Tränke sind zu teuer. Ich kann ja nachher mal was kochen gehen. Okay, in diesem Sinne werde ich jetzt erstmal meinen Tauschhandel beenden. Und dann geht's runter zu den Viechertjes. Also ich will hier noch ein paar XPs machen. Und bis dahin sehen wir uns dann, bis ich das da unten hingeschafft habe. Und zwar dieses Gezücht hier. Diese wild gewordenen. Nein, ich habe mich ja importiert eben. Genau, und zwar diese grünen Feldräuberchen hier. Die werden wir mal niedermangeln, würde ich mal sagen. Aber das überspringe ich. Ich will einfach nur ein bisschen XPs holen, ne? Ist doch logisch. Ich überspringe das. Ach, hier ist ja Gunther. Hey, mal gucken, wie geht's dem denn? Hallöchen. Hallo. Oh, schon wieder. Du bist bestimmt wegen den Orks hier, oder? Nun, eigentlich bin ich aus einem anderen Grund hier. Aber erzähl. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ein Orkschiff hat die Kerle in Land gesetzt. Und wo ist das Orkschiff? Vielleicht auf der anderen Seite der Insel. Vielleicht ist es auch wieder fortgesegelt. Ich habe keine Ahnung. Dir scheint ja das Ganze ziemlich egal zu sein, was? Du sagst es. Solange mich die Orks in Ruhe lassen, ist mir alles ziemlich wurscht. Und so wie du redest, ist dir sowieso alles wurscht. Ja, dann haben wir mal mit Günther auch mal wieder gequatscht, okay? Du brauchst keine Angst mehr haben, Günther, wegen der Orks. Die sind jetzt alle erledigt. Trotzdem geht's weiter und ich glaube, die Truhe habe ich schon genutzt. Dann gucken wir mal, ob wir noch anderes wildes Gezücht finden. Ach ja, wie zum Beispiel hier. Das ist ein, was ist das hier? Kommt ein kräftiger Ripper. Jetzt mal sagen, oh, der ist wirklich kräftig. Mann, oh Mann, da gibt's erstmal was voll auf die Rippen. Bis später. Jawohl. Bisschen Unwetter auf die Wölfe wirken. Weil die nerven ja ziemlich. Gucken. Die hier auch noch. Ja.
geht's auch, ne? Oh, da hinten ist noch ein schwarzer Wolf übrig, aber egal. Looten wir mal eben. Und dann gucken wir weiter im Land herum, was es noch so gibt. Da sind noch eine ganze Menge kräftiger Ripper, die auch giftig sind. Ah, soll's. Die machen wir erstmal auch hier kalt. Ah, hinten hier die beiden auch noch. So einfach ist das. Ups. Oh, eine Stufe gestiegen. Gerade in dem Moment, wo die Animation nämlich ausgegangen ist, wurde das nämlich auch angezeigt. Na, bei dem Unwetter gibt es halt eben diese Animation nicht, beziehungsweise wird das ja nicht eingeblendet, wird abgeblendet. Okay, bis später dann. Hier waren auch ganz viele Wölfe. An der Stelle, wo ich glaube ich zum allerersten Mal auf einem Waldgolem hier traf. Der war irgendwo hier so in einem... Aber diesmal war keiner da. Ich dachte, es wäre wieder einer da. So, die habe ich auch schon, glaube ich, aufgelesen, ne? Nicht zu holen. Genau, richtig. Und hier in der Seitenhöhle, da waren auch so grüne Viechertiers hier, kräftige grüne. Ne? Nur um mal Feldräuber mal das mal gezeigt zu haben. Jetzt gucken wir mal weiter. Vielleicht gibt es da noch irgendwo eine andere Stelle, die spannend ist. Ja, da unten, da kreucht und fleucht ein Sumpfhaie hinterher. Hier oben war ich ja, jetzt bin ich hier da diesen Weg runtergegangen und ich meine, wir mussten hier einfach nur runterspringen. Gucken wir mal eben. Na, komm. Genau, richtig. Zack. Okay. Gut, okay. Hier ist die Oberfläche ein bisschen verwässert. Ach, hier gibt es auch noch ein paar Fliegen. Bestimmt Giftfliegen, Giftwespen. Ja, was ist mit den Sumpfhaien? Die mache ich ja mal auch irgendwie platt, aber speicher mal. Es könnte ja sein, dass ich schon mit dieser Ausrüstung oder mit dem Schutz, den ich habe, ich da einfach die Sumpfhaie... Gut, ach nee, die brauchen ja sehr viel. Ja, nee, das wird so nichts. Da war ich wieder zu voreilig. Aber der andere hat von mir gelassen und ich habe noch ein bisschen Energie. Damit ich mich hier hoch... Okay, du kommst hier nicht hoch. Du kannst nicht klettern. Du bist ein wurmartiges Gedings da. Ich gehe mal was essen. Und dann gucken wir mal, wie viel wir noch... Stufe 53 und 38 Lernpunkte. Ja, da könnte ich mal wieder was lernen. Irgendwann mal so. Wo ist denn jetzt hier? Ach, da ist er. Immer schön doof auf der Sumpfei hier. Der ist ja herrlich träge. Was gibt's denn da hinten? Noch mehr Sumpfhaie? Okay. Okidoki. Upf. Da haben wir mal gespeichert. Ja. Da hinten sind Sumpfsnapper. Okay, einer. Einen können wir vertragen, finde ich. Aber zwei auf einmal, ich glaube, das ist nicht so pralle. Oh, der ist ja voll schon am Angreifen hier. Okay. Okay, der hat mich dann auch gewittert. Na komm. Okay. Die haben aber ganz schön Biss drauf, die Sumpfsnapper. Mal gucken, was wir noch so haben. In der Ferne. Wahrscheinlich Sumpfgolem war. Noch ein Sumpfhai. Aber wie viele? Sind da wieder zwei dabei? Ja, da hinten ist noch einer. Und da sind auch noch welche. Okay, machen wir die auch mal platt. Aber ihr wisst ja, das mache ich alles im Off. Dahinter, hinter diesen verkarsteten Bäumen da. Ja, genau da. Da ist was. Da ist ein Wassergolem. Was? Da ist er. Den machen wir gleich mal hier mit dem Kugelblitz kaputt. Gut. Und nochmal. Ja, das ging doch gut. So, Wassergolem Herz nehmen. Bitte schön, danke schön. Auf Wiedersehen und schlaf recht schön.
Mein Gott, jetzt ist die Sonne da unten untergegangen. Das seht ihr, ne? Unter der Wasseroberfläche. Und es ist so dunkel. Und jetzt bin ich am Ende dieses Sumpfes. Und was muss ich hier sehen? Ein Schlafsack aus Ziegenfell. Ja, It Me Sleepsack, ne? Nochmal nachträglich, habe ich schon gemacht an Admiral Tolwin. Ich habe mir den Schlafsack doch herbeigeholt, ne, durch ein wunderliches Pergament. Und jetzt wollen wir mal eine Runde schlafen. Ob das hier im Sumpf so förderlich ist, hoffentlich saugt er sich nicht mit Nässe voll. Müssen wir gucken, wo der überhaupt ist. Ah, da ist er ja, genau richtig. Vor den Runen. So, zack. Jetzt können wir uns hinlegen. Bin ich gespannt, ob ich trotzdem noch drin schlafen kann. Legt sich schon mal rein. Ausruhen. Okay. Das war neu, oder das ist für mich jetzt neu. Nickerchen machen, 4 Stunden ausruhen, bis zum nächsten Morgen ausruhen. Nochmal gucken. Wow, cool. Okay, die Animation stimmt, ist jetzt auch verbessert worden übrigens. Ich hatte ja mal in meiner Ursprungsversion auch öfter mal den Schlafsack benutzt, aber da war es ein bisschen hakelig. Wunderbar, es funktioniert alles. Den Schlafsack muss man auch nicht mehr nachträglich aufheben, der wird wieder aufgehoben und jetzt habe ich da noch was gesehen. Zwar irgendwo waren doch noch, naja, okay, es gab Blauflieder, ein paar, jede Menge Sumpfkraut, ein paar Feuernesseln und eine Klappmuschel, in der nichts drin war. Ich bin aber der Meinung, ich hätte hier noch in einem, ja genau, da haben wir noch ein paar Sumpfhaie, die mache ich nochmal eben auch platt. Wie viele sind es denn? Ein paar ist gut, es sind 1, 2, 3, 4 Stück. Naja, gut, okay. Gucken wir mal eben, wie wir das hinkriegen. Ja, ich habe mal kurz gespeichert und jetzt möchte ich doch ganz gerne hier mit einem Unwetter mal die Sumpfhaie schwächen. Gucken. Na, du sollst nicht warten. Oh. Uah. Der will mir schnappe. Der will mir schnappe. Okay. Das Unwetter ist jetzt. Oh, jetzt kommen gleich 2 Stück. Oh, einer macht mich alle und kalt, der andere noch nicht. Okay, da haben wir ja 2 mit 3 Klappen geschlagen, so wie das aussieht. Oh, falls man mich nicht gehört hat, weil die alle so geschrien haben. 2 mit 3 Klappen geschlagen. Da hinten sind dann noch 2. Ich gehe mal was essen. Ich habe kurz abgespeichert und ich möchte die mal heranlocken. Die sind ja so schnell auch wieder nicht. Ich lasse dann mal ein Unwetter über sie brüten. Ja, okay. Los, mach hin. Und abhauen, abhauen. Super, klasse. Naja, ich habe noch genug Unwetter. Mach hin, den Sumpf, ey. Mach ihn hin. Okay, ziehen wir dich mal gleich alle Zähne oder was das war. So, der Sumpf ist unbeschadet. Und dieser auch. Ja, toll. Dachte, ich würde sie alle hinkriegen. Naja, mach ich mal von der anderen Seite. Trinke ich wieder ein bisschen Mana-Schluck. Moment. Kurz gespeichert. Unwetter vorbereitet. Da gibt es, glaube ich, noch 3 von diesen blöden Sumpfhaien, die ich hier, weil sie ja so träge sind, mal. Okay, holen wir dich mal rein. Hast mich. Du kommst auch noch mit. Wunderbar. Geh mal weit weg und ziehen uns den Spruch hier rein. Oh, nicht so schnell laufen, ihr Sumpfhaie. Wie viel habe ich denn noch an Energie? Das ist die große Frage. Nicht mehr so viel, denn ich blute schon wieder mal. Okay. Gehe ich mal an denen vorbei, renne ich mal vorbei, dann werde ich noch mal ein Schlückchen Mana trinken. So, zack. Hast du Mana gesoffen?
Hau ab. Habe ich jetzt zweimal getrunken. Ah, diese Aufregung, Leute. Tut mir total leid. So, Unwetter nochmal ziehen. Unwetter ziehen, du Heinz. Ja, oh. Dieses, das regt mich auf hier. Ich bin kein Sprüchemensch. Kein Magiemensch. Das ist so, das hält so auf. So, wo ist der andere? Der muss auch noch ein bisschen. Ja, oh, Leute, gut. Okay. Ah, hier. Okay, obwohl die Animation kann ich trotzdem. Ja, da ist sie. Da ist nichts zu holen. Die Zeichnung wieder da. Sehr schön. Oh. Frisch machen und heilen. Ja, okay. War denn da hier noch einer versteckt? Kann das sein, dass hier noch einer irgendwo ist? Denn dann weiß ich, dass ich hier nicht wirklich. Ah, jetzt latscht er wieder in den Sumpf rein, der Roland. War das alles? Komm. Das nervt. Ja, sein Paladin-Anzug ist ziemlich schwer. Okay, das war's. Dann werde ich mal im Off mal hier die ganzen restlichen Kräuter noch sammeln. Dann sehen wir uns da hinten beim Höhleneingang. Und zwar diesen Höhleneingang, wo da drauf steht, zur alten Innos-Ruine. Mal gucken, wo es da hingeht. Zur alten Innos-Urine. Leute. Ja, natürlich, das war auch schön, war das. Das ist auch richtig gut gemacht. Was gibt's denn hier Neues? Vor allem, hat's hier was Neues? Ich bin mir nicht so sicher. Aber ja, auf jeden Fall. Oh, toll. Hä? Ging das nochmal? Muss ich irgendwie mal was gucken? Ja, ich habe mal geguckt. Wir haben ja eine Rune zum alten Innos-Tempel. Jetzt sind wir ja hier, ne? Wenn nicht alles. Ja! Wunderbar. Dann machen wir mal die Winde runter. Oder besser gesagt, da die Klappe. Die Klappe. So, die Klappe ist jetzt unten. Ja, okay, du kannst loslassen. Gibt's denn hier was Neues? Gibt's denn hier noch was? Diese Rahmen. Es gibt was Neues. Shit. Also ich riskiere es nochmal. Ich will wissen, was da war. Also nicht so weit dahin, dass ich da abgeschossen werde. Das geht jetzt fix. Los, wer war denn das? Das waren schwarze Leute hier. Schwarzmagier oder irgendwie sowas. Oder Schwarzdämonen. Oh, ihr reiert da so rum. Ich werde mal speichern, sicherheitshalber. Und jetzt muss ich mal gucken, ob da irgendwer ist. Auf jeden Fall ist da eine Innos-Statue. Das wissen wir ja alles. Aber was waren da für Peoples? Da steht was, da steht was. Mit der eine gute. Oh, ein Suchender! Wieso sind hier Suchende und wie kriege ich die weg, die Suchenden? Das ist die große Frage. Aha, hier kann man ja nochmal. Oh, weia. Gibt's hier noch einen Suchenden? Nee, stattdessen suche ich, oder was? Okay, das haben wir hier alles. Oh, der kann aber gut feuern. Das wird schwierig. Oder ich lasse es bleiben, ich weiß es nicht. Dann wollen wir mal den Suchenden mal ein Unwetter zu versuchen geben. Da kann man das ja wunderbar hier, glaube ich, machen. Sorry. Gucken, erstmal gucken hier. Da stehen zwei an der. Aha. Okay, dann versuchen wir das mal so. Ah ja, sind erwischt worden. Na? Halber schon ein bisschen vorher was trinken. Okay. Muss ich wissen, ob ein Suchender. Nee. Ist ja lustig. Shit, ich weiß nicht, ob sie. Dann mach ich's nochmal. Ich weiß ja nicht, ob sie irgendwie Schaden genommen haben. Weiß ich nicht. Aber so wie es aussieht, werden sie wohl Schaden genommen haben. Hallo. Das sind sogar drei. Alter, drei Suchende. Und stehen so mit einer Fackel in der Hand.
Mal gucken, wann sie umfallen. Falls sie umfallen. Nicht so ganz, ne? Die Fenster aus. Ich werde mal hier den Bogen ziehen. So. Ah ja, aha. Wie viel hast du? Oh, sie haben beide gleich viel abgekriegt. Okay, das heißt also, noch ein Getränk für die Versuchenden Suchenden und nochmal Unwetter, dann dürfte es hoffentlich klappen. Ja, alle synchron nach hinten gekippt. So muss es sein. Dann gehen wir mal hier vorne wieder rein und speichern lieber. Das ist natürlich auch ungewöhnlich. Ich dachte, die sind mir hinterher oder so. Ja, das waren sie ja dann auch. Aber dann sind sie doch nicht irgendwie durchgekommen. Die haben auch nichts... Ja, ich weiß. Nicht okay. Zu holen. Also jetzt haben wir hier schon mal die Suchenden. Oh, hier gibt es sogar was. Mana Essenz, Extrakte Heilung. War ich denn hier schon mal nicht? Achso, hier kann ich wieder was schreiben. Ja, tolle Sprüche, die ich mir dann so in der Stadt höre. Endlich mal wieder beten. Und zwar Schwertweihen, 1000 Gold, Tränen Inners. Was ist denn hier wieder los? Hä? Speichern. Jetzt will ich erstmal wissen, was mit Schwertweihen gemeint ist. Erfahrung 400. Und was war das mit Tränen Inners? Das muss ich auch gleich nochmal ausprobieren. Welches Schwert ist denn jetzt geweiht? Meine Katana? Gesegnet und geschärft. Nee, das hat ja meiner Katana ja nichts gemacht. Oder? Nö. Also nochmal neu laden. Mal gucken, was dieses mit den Tränen auf sich hat. Schwertwein, Tränen Inners. Hier fehlen die Tränen Inners. Ach so, verstehe. Wieso, der weint auch mal? Es regnet doch immer die ganze Zeit. Na, beten wir mal. Ich will beten und spende 100. Genau. Oh, Mana 1, auch schön. Aber wenigstens besser als keins. Jepp, was haben wir denn hier? Eine Truhe, die sich nicht öffnen lässt. Eine Buchkommode mit altes Magiewissen prüfen. Ja, ist klar. 150, 135... Ja, dann war ich doch wohl hier schon, aber das mit dem Schwertwein, das kann ich mir, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, was es steht hier. Milch, Alles ist gut. Bum, 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 bum. Dramatische Musik. Gucken wir mal, ist hier noch was drin, außer ein paar Bücherregale, die wir eh schon alle hatten, glaube ich. Chroniken von Tamora 5? Das fehlte mir. Dann war ich hier noch gar nicht auf der Burg. Da muss ich gleich mal gucken, liebe Leute. Moment. Ja, hier sind sie. Chroniken von Tamora. Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5 und nochmal Band 5. Hör mal doppelt. Schön. Tja. Noch irgendwo rein können? Nee, können wir nicht. Ja, das war's dann wohl. Wo haben wir den Band halt eben zweimal. Das heißt also, ich war schon mal hier drinnen. Gucken wir mal, wo wir noch hin können, springen können. Was haben wir denn hier alles vorbereitet? Alter Friedhof, den hatten wir schon. Jagdhütte auf der Felsenklippe. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Oh, wenn wir mal beamen. Genau, richtig. Ach ja, noch hier. Ja, die Truhen werden... Sind die Truhen denn auch? Nee, die sind dann natürlich... Okay. Nicht mehr großartig drüber nachdenken. Hier haben wir die Waldhütte. Hier kommen noch ein bisschen Segen und sowas. Ach ja, richtig. Überlegen, was wir machen. Ach, hier haben wir noch ein bisschen Krauten. Feuernesseln. Oh, es gibt wieder Zeug. Leute, und zwar jede Menge. Boah. Alles klar, dann werde ich das auch im Off machen. Dann gucken wir weiter. Immer weiter, also. Mal ein, zwei Schläge, dann waren sie schon hin. Gucken, was es hier noch gibt.
Da ist noch ein schwarzer Wolf. Dann gehen wir erstmal hier rum. Ach ja, hier war eine Höhle, richtig. Und da hinten war das nicht so ein Kreis? Da sind wir hergekommen und hier steht's ja schon zum alten Steinkreis. Wurde auch noch überrascht von so einem Beißerchen. Werden wahrscheinlich hier noch mehrere sein. Ja, da hinten ist ja schon was. Okay. Die beißen aber ganz schön zu. So, wieder was gegessen. Dass ich viel im Off gekillt habe, kommt es mir so vor, als hätte ich jetzt schon mindestens eine Stunde aufgenommen, aber ich habe ja geschnitten oder auch ja, daran liegt das wohl. So, sonst nix. Komme ich jetzt eigentlich wieder an die Stelle, wo ich eben rausgekommen bin? Ja, natürlich. Ah, nee, hier gibt es ja noch diese Lahnzunge. Die eine, da war doch noch irgendwas. Da war doch noch ein gefährliches Vieh. Nicht die Feuernessel. Okay. Ich war der Meinung, hier war noch was Gefährliches, was ich damals nicht genommen habe. Na? Oh. Nee, eine Truhe. Die wir eh geknackt hat. Nee, was? Stopp. Man soll nicht so voreilig sein. Doch noch eine Truhe. Wo sind die ganzen Wölfe, die ich vorher abgeschlachtet habe, gegenüber einer Höhle? Na? Wahrscheinlich doch noch ein ganz schönes Stück wieder zurück. So. Ja, okay. Ja. Okay, dann wollen wir den mal auch mal eben umklapsen. Ah, da hinten sind sie wieder. Da sind viele. Kann auch sein, dass ich mich hier völlig vertan habe. Ah, die schwarzen Wölfe brauchen immer ein bisschen mehr. Batsch und Batsch. So, der Baumstamm wieder neu. Aha. Jetzt gibt es wieder was zu schleppen hier. Nee, ich habe mich wohl völlig vertan. Ach, Mann, doch nicht. Ich nehme das mit meinem Grips zurück. So, noch was? Ach. Da juckelt einer auf mich zu. Steinhaut Mole Rat. Ja, dann bin ich hier völlig blöd gelaufen. Ich habe doch aber, Moment mal, Jagdhütte auf der Felsenklippe. Das, da bin ich ja her gewesen. Oder bräuchte mich. Bräuchte mich hier wieder nur rum. Dann haben wir es. So, jetzt sind wir wieder an dieser Stelle angekommen. Gehen wir mal hier in die Höhle hinein. Schnarchi! Schnarchender! Schnarchender! Ich muss sowieso schleichen, aber wo ist das nochmal? Boah, nein! Mann! Ich wollte ihn richtig schön überraschen, aber das. Okay, haben wir noch so erledigt, den Schattenläufer. Ja, ich wieder, ne? Supigeil. Nichts gelernt. Ich dachte, der wäre hier hinter. Also hier irgendwo so in der Stelle. Nee. Wie kann man nur so? Okay. Butlerfleisch. Okay. Dann gehen wir wieder raus aus der Höhle, nachdem ich hier alles hier gesammelt habe. Wie kann es anders sein? Es regnet mal wieder. Jetzt gucke ich doch nochmal in die Richtung. Also im Off in diese Richtung hier, wo ich meinte, es ginge zum Steinkreis. Wir sehen uns wieder. So. Ist echt viel zu dunkel hier. Na komm, fang an zu grölen, zu grunzen. Herr Grunz.
Da hinten? Ach, ganz da hinten. Okay. So, was verbirgt sich denn hier noch? Hier ist noch so ein Unterschlupf. Zeit hier mal gucken, wie spät haben wir es denn? 17.26 Uhr, da könnte man auch unser Ziegensack aufbauen. Ja, immer noch am Pilze pflücken, Beeren pflücken. Das kann ja auch mehr entzücken. Ab und zu mal gibt es ein paar Wölfchen, die hier noch rumstreunen. Hä? Und ich bin auf der Suche nach weiteren Abenteuern. Und zwar, jetzt wollen wir mal gucken. Im alten Jagdhaus, das ist klar. Was über Handweiser zum alten Friedhof? Da war ich doch auch schon. So, Waldbeeren. Ja, da muss ich mir dann überlegen, wie wir dann hier weitermachen. Oder wir fahren jetzt ganz wieder hier von der Rolle weg. Also nicht von der Rolle, sondern von der Insel Tamora. Ich eigentlich gar nicht mal so unschlecht finde. Die fand ich immer schön. Also eines, was ich bis jetzt gesehen habe. So, dann geht es da oben auch wahrscheinlich nicht mehr weiter. Ach, da haben wir doch... Dann machen wir die noch platt, kräftige grüne Varänchen. Ach ja, gut. Das sind gar nicht mal so unwenige. Mal gucken, wer ist als erstes da? Wer will, wer hat noch nicht? Sind das die Giftwarane oder was? Tolle Nummer. Das sind giftige Warane und ich werde wahrscheinlich, wenn ich mein Säbel ab... umkippen. Nein! Oh, Alter, der habe ich auch noch nie erlebt. Noch mal was essen hier. So, einen haben wir noch. Einen haben wir noch da oben. Oder noch mehrere, ich weiß es nicht. Habe ich die gelootet, weiß ich jetzt nicht. Manchmal vergesse ich das, dass ich es gemacht habe. So, dann gucken wir mal eben. Ja, die werde ich... Nee, habe ich vergessen. Okay. Aber wieso ist die Kampfmusik noch da? Hier geht es zum alten Friedhof und scheiden sich die Geister. Und wo? Da muss ich überlegen, wie ich weitermache in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und ihr wisst ja, Daumen, Schreiben, Abo und so weiter. Ich verabschiede mich. Macht's gut. Tschüss.